Hallo Peter. Hallo Hanno, grüß dich. Na, alles fit? Alles fit. Sag mal, was hast du denn da auf? Ich habe ein Kunstwerk eines jungen, aufstrebenden Labels hier aus Bichelheim auf. Mhm. Und wozu? Ich bin ein Testträger. Lass dich überprüfe den Tragekomfort, den Sitz und die Außenwirkung. Mhm. Du, ausgerechnet du. Ja, warum nicht? Naja, das klassische Hutgesicht hast du jetzt nicht wirklich. Dein Charme ist bezaubernd. Mensch, das ist für Maya. Sie hat es entworfen. Sie ist doch unsere Freundin. Wir müssen sie unterstützen. Ich möchte, dass sie groß rauskommt mit den Dingern. Ja. Gefällt es dir nicht? Ich meine, du weißt, ich mag Maya wirklich furchtbar gern, aber das ist doch nichts. Also ich meine, da fehlt dann so einiges. Also woran? Federn, Glitzersteine, es muss knallen, einfach ein bisschen bunter. Es muss knallen. Mhm. Ja. Ich wusste immer, dass du der Dezentere von uns beiden bist. Ach, du hast doch keine Ahnung. Ich muss los. Jetzt, Moment, du willst doch nicht mit dem Ding arbeiten gehen, oder? Oh doch, das ist ein Langzeittest. Hanno, jetzt überleg dir das nochmal. Denk doch an den Herrn Saalfeld. So, der toskanische Traum.